Wer kennt das nicht? Ihr kommt nach Hause vom Sport, seid total fertig, wollt einfach nur rein, steckt den Schlüssel ins Schloss, wollt den Schlüssel umdrehen und es geht nicht. Es ist der falsche Schlüssel. Also den richtigen Schlüssel rausgesucht und dann funktioniert's. Aber wie genau weiß so ein Schloss, welcher Schlüssel zu ihm passt? Da haben wir uns gedacht, um hinter das Geheimnis zu kommen, bauen wir am besten erstmal das Schloss aus. In der Innenseite der Tür gibt es eine lange Schraube. Die haben wir rausgedreht und dann konnten wir das Schloss rausziehen. Das ist ein Zylinderschloss. Wenn sich der Schlüssel in dem Schloss dreht, dann dreht sich auch in der Mitte diese Nase mit. So ein Schloss kann man auch auseinandernehmen. Dann hat man hier das Gehäuse, das ist hohl mit Löchern drin. In der Mitte gibt es eine Aussparung für die Nase. Und da in den Kern wird der Schlüssel reingesteckt. So sieht er von hinten aus, der Kern. Oben gibt es einen Schlitz und auf der Unterseite gibt es auch nochmal 5 kleine Löcher, genau wie im Gehäuse. Und dieser Kern passt haargenau in das Gehäuse rein und dreht sich auch. Bei so einem Schloss gibt es natürlich noch viele Kleinteile, zum Beispiel so eine Feder. Davon gibt es 10 Stück. Und zu den Federn kommen noch diese Stifte. Da gibt es auch 10 Stück in unterschiedlichen Längen. Und es gibt Stifte mit einer Spitze. Da gibt es auch 10 Stück zu, auch in unterschiedlichen Längen. Und das ist die Nase und noch ein paar Kleinteile zum Befestigen der Nase. Und dann gibt es natürlich noch den Schlüssel mit seinen vielen Zacken. Und Frau Beißing, die baut solche Schlösser zusammen. Sie schaut sich die Zacken des Schlüssels ganz genau an und passt dann diese Stifte mit der Spitze an die Zacken des Schlüssels an. Also sie steckt diese Stifte mit der Spitze in das Kernstück des Schlosses, so dass die Zacken ganz genau auf die Spitzen passen und dass unten eine gerade Linie entsteht. Der Schlüssel passt rein und diese Stifte schließen mit dem Kernstück ab. Als nächstes nimmt sich Frau Beißing diese Stifte ohne Spitze. Sie sucht sich die entsprechenden Längen aus und steckt sie in diese Röhre. Dazu kommen dann die kleinen Federn. Die werden auch in diese Löcher reingesteckt. Auf die flachen Stifte drauf. Mit einem besonderen Werkzeug drückt Frau Beißing dann die Federn runter. Und das ganze Röhrchen wird in das Schlossgehäuse geschoben. So, nochmal umdrehen. Und dahinter kommt der Kern. Was ist da jetzt genau passiert? Das ist das Gehäuse mit den Löchern. Und das ist das Röhrchen mit den Federn und den Stiften und dem Werkzeug. Das Werkzeug wird rausgezogen und die Federn fallen unten raus. Oben drückt Frau Beißing noch mal ein bisschen nach, sodass auch die Stifte mit rausfallen. Jetzt sind alle Stifte da und das Röhrchen wird weitergezogen. Und direkt dahinter kommt das Kernstück des Schlosses. Mit den Spitzenstiften. Der Schlüssel dreht das Kernstück und da kann man sehen, wie die Spitzenstifte und die flachen Stifte aufeinander passen und eine Linie ergeben, sodass sich das Kernstück drehen kann. Zieht man den Schlüssel wieder raus, dann drücken die Federn die Stifte nach oben und das Kernstück kann sich nicht mehr drehen. Wird der Schlüssel wieder reingesteckt ins Schloss, dann sorgen die Zacken dafür, dass die Stifte wieder auf einer Linie sind und sich das Kernstück drehen kann. Der Schlüssel wird wieder rausgezogen und die Stifte blockieren das Kernstück. Steckt man den falschen Schlüssel in das Schloss, passiert Folgendes. Die Stifte werden zwar runtergedrückt, aber sie bilden keine gerade Linie und das Schloss bleibt blockiert. Das ist das Schloss von vorne und da nochmal von hinten. Da sieht man die Feder und die beiden Stifte. Und jetzt kommt der Schlüssel rein. Der drückt die Stifte runter, sie bilden eine Linie und man kann das Kernstück drehen. Schlüssel wieder raus und das Schloss ist blockiert. Jetzt fehlt noch die Nase in der Mitte. Das ist die Nase, da kommen noch ein paar Kleinteile rein. Und dann wird die Nase eingebaut in das Zylinderschloss. So, die Nase ist drin, der Schlüssel kommt rein, er dreht die Nase von der einen Seite und auch von der anderen Seite. Das Schloss ist soweit fertig, aber wie schließt man jetzt auf und zu?
Wenn man den Schlüssel ins Schloss steckt und dreht, dann schiebt sich ein Riegel nach vorne. So könnte man normalerweise abschließen, so geschlossen. Und wenn man jetzt die Nase weiter dreht, dann greift sie auf diesen Hebel. Und der Hebel sorgt dafür, dass sich das Schnappschloss öffnet. Ja, so funktioniert das Zylinderschloss. Und deshalb braucht man immer den passenden Schlüssel für das richtige Schloss.